Zeichnen gilt seit jeher als Denken mit dem Stift. Auch wenn es heute zunehmend zum Denken mit der Maus wird, so eröffnet die Zeichnung nach wie vor aus dem Spannungsverhältnis von Figur und Feld heraus Erkenntnismöglichkeiten, die auf das Ursprüngliche künstlerischer Prozesse verweisen. Spätestens seit Mitte der 1960er Jahre ist die Zeichnung über ihre klassischen Materialien und Techniken hinausgewachsen. Konzeptuelle Ansätze wie auch immaterielle Verfahren haben das Feld geöffnet. Zudem hat sich die Zeichnung durch die Verwendung neuer Technologien nicht nur neue Flächen, sondern auch den Raum erobert und ist in die Dimension der Zeit vorgedrungen. Was geht, Leute? Diese Frage fand sich als Kommentar im Gästebuch unseres Museums und diente als Vorlage für die jüngste Neonarbeit aus Christian Jankowskis Serie der Visitors. In der Wandinstallation des Belgiers Fred Erdekens werfen ungegenständliche Linien aus Metallstreifen Schatten, die sich als Text lesen lassen und diesen gleichzeitig negieren. Dass Schrift und Zeichnung einen gemeinsamen Ursprung in der Linie haben, zeigt sich in der Wandinstallation Look-Alikes von Friederike Feldmann, die auf das Potenzial der Linie als Möglichkeit differenzierter Entfaltung verweist. Auch die Skalpellschnitte von Mario Birende sind keine Zeichnungen im klassischen Sinne. Sie sind selbst die Linien, die aus Tonpapier herausgeschnitten sind und die Fragilität der hochkomplexen Ingenieurswerke verkörpern, die sie darstellen. Ähnlich filigran erscheinen die Gravuren von Pia Linz, die sie in Acrylglasgehäuse einritzt. Darin sitzend graviert sie die Perspektiven, die sich ihr dort bieten, auf die Innenwände des Gehäuses, das so zu einem subjektiven Spiegel des Raumes wird. Andere Konzepte aktueller Zeichnung nutzen Energien aus dem Bereich der Physik. Die Künstlergruppe Troika nutzt Hochspannung, um mittels elektrischer Entladungen dem Papier Linienstrukturen einzubrennen. Was geht also?
Das aktuelle Zeichnen kennzeichnet vor allem das Vermögen, die neuen Möglichkeiten dieser künstlerischen Disziplin als neue Wege der Zeichnung zu reflektieren.